Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Dokumentarfilmemacher da. Er hat schon vieles gesehen in seinem Leben, viele Wunder dokumentiert. Er hat viele Geschichten gesehen und immer wieder auch eine faszinierende Welt dargestellt, wie zum Beispiel über die Illusion vom Tod, über Einblicke in eine erweiterte Realität oder Physik letztendlich oder auch in die Zukunft. Da gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir uns kaum vorstellen. Ein ganz spukiges Thema, wo wir heute vielleicht auch ein bisschen anschneiden, ist der Erstkontakt. Hat er mir gesagt, genügend Stoff dazu, hier eine Sendung zu machen, über ein solches Thema mal anzusteigen. Und für mich fasziniert das natürlich selbstverständlich und bin natürlich gerne dabei, hier mit dem Nepomuk Meyer herzlich willkommen, eine Sendung über Erstkontakt zu machen. Mir kommt immer noch ein bisschen E.T. in Sinn gerade. Ja, E.T. nach Hause telefonieren. Ja. Danke für die Einladung. Bitte, gerne. Ja, wir haben ein sehr spannendes, interessantes Thema vor uns. Aktueller, glaube ich, geht es kaum. Denn zurzeit läuft vor allem in den USA und in manchen anderen Ländern, auch in Brasilien, das sogenannte Disclosure, also Offenlegungsprogramm. Denn offiziell losgegangen ist es vor 2018, als die New York Times, die Washington Post und noch eine andere hochrangige Weltzeitung davon berichtet haben, dass sie hier Verfolgungsvideos von UFOs haben, auch veröffentlicht, mit dem Piloten gesprochen haben, welche die Videos in ihren Kampfjets, in diesen Hornets aufgezeichnet haben, von einem Fall 2004 auf dem Flugzeugträger Nimitz und der Küste vor San Diego. Und da ging das Ganze los. Aber diese UFO-Geschichte geht ja schon im Zweiten Weltkrieg, hat man doch gehört, dass da die Deutschen eine Technologie entwickelt hätten. Ja, 70 Jahre hat man uns erzählt, dass das, was über unseren Köpfen passiert, nicht existent ist, dass es nur Hirngespinste sind, Luftballone, Fallschirmspringer, irgendwelche anderen Dinge, aber halt keine unbekannten Flugobjekte. Und wenn sie unbekannt sind, dann müssen sie irdisch unbekannt sind, aber nicht außerirdisch. Mhm. So, jetzt beginnt plötzlich, es hat irgendjemand hier drei dieser Videos durchgestochen. Die deutsche Presse, europäische Presse hat es kaum aufgenommen, kaum zur Kenntnis, mit ein paar Schlagzeilen, so nach dem Motto, die Amerikaner suchen wieder nach grünen Männchen. Und weil man gedacht hat, ja, dauert nicht lange, dann wird diese Navy schon sagen, dass das Fake sind, dass sie nicht von ihnen sind, sondern dass das irgendwie ein Unsinn ist. Ein Jahr später war es dann tatsächlich so weit, dass die Navy gesagt hat, nein, wir bestätigen die Echtheit dieser Videos. Oh. Oh, und das war natürlich dann schon das ein Hammer. Das habe ich nie gehört. Dann hat der amerikanische Kongress gesagt, wow, okay, da müssen wir hier eine Anhörung machen, was ist da? Dann hat sich herausgestellt, dass der Luis Elizondo bei einem Programm, das hat ATIP geheißen, vom Bigelow-Institut finanziert für die Regierung seit Jahren diese Fälle untersucht und das aufbereitet und der Regierung zur Verfügung stellt, mit einem sehr hochrangigen Millionenbudget. Erst hat es immer geheißen, die US-Regierung hat kein Interesse an diesen Dingen. Und dann kommt es auch noch auf ans Tageslicht. Der Luis Elizondo hat dann aufgehört, mit der Regierung zu arbeiten und ist jetzt als Whistleblower hier in Vorträgen weltweit unterwegs und erzählt, was er erzählen darf. Er hat auch Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben. Aber das, was er erzählt, ist mehr als spannend. Denn er sagt nicht nur, dass wir hier diese Sichtungen tatsächlich real sind, sondern dass auch die US-Regierung im Besitz von Material ist, das nicht irisch ist. Auch das geht gerade die Runde. Und dann, wenn man sich mit dem Thema näher auseinandersetzt, ich mache das schon ziemlich lange, seit 50 Jahren, das Thema hat mich schon immer interessiert, dass man feststellt, okay, und dann kamen natürlich die ersten wissenschaftlichen Professoren, die gesagt haben, wahrscheinlich war es doch nur ein Wetterballon, was sie da verfolgt haben. Einer unserer führenden Astronauten hat gesagt, wahrscheinlich war es nur ein Fliegenschiss auf der Kamera von dem Kampfjet. Dann war natürlich auch die Navy noch ein bisschen verärgert, was die hier plötzlich für, so nach dem Motto, dass wir nicht ihre Experten in der Lage werden, sagen wir, ein Fliegenschiss, sondern ein unbekannten Flugobjekt. Dann hat man die ganzen Piloten, die sind tatsächlich diese, wie sagt man da, Top Gun Piloten,
die hier zu Werkel sind, die haben gesagt, ja, wir haben fast täglich Sichtungen an unseren Manövern seit über 10, 15 Jahren. Haben berichtet, wie diese Sichtungen ablaufen, dass diese Objekte sich in einem physikalischen Sachen bewegen, die wir gar nicht nachvollziehen können. Die können im rechten Winkel abbiegen, die können plötzlich stehen bleiben, die können unendlich beschleunigen und so weiter. Die kommen oben runter von einer Höhe. Plötzlich sind sie am Radar, bleiben dann 2 Meter über den Wasserspiegel stehen. Geht gar nicht mit der Geschwindigkeit, wenn es mit 20.000 Stundenkilometer plötzlich stehen bleibst über dem Wasser und dann auch noch ins Wasser reingehen, in verschiedenen Medien aktiv sein können, also in der Luft und im Wasser, alle diese Dinge. Dann hat man versucht zu sagen, okay, wahrscheinlich sind es die Chinesen oder die Russland, aber die hätten gerne die Technologie, klar, aber die ist natürlich nicht irdisch, weil das können wir nicht. Wir können Sehne. Flugmanöver ohne irgendwelche Tragflächen oder irgendwelchen erkennbaren Antrieb, das geht nicht. So. Jetzt scheint es, wenn man dann in die Tiefe geht und dann auch die ganzen Dokumente der vielen Regierungen und MUFON ist eine Organisation, die weltweit seit den Anfang der 70er Jahre schon Fälle dokumentiert weltweit. Und die sagen, wir haben zwischen 15 und 1600 Sichtungen jedes Monat. Davon sind um die 300 näher als wir 150 Meter. Und wir haben auch immer ein paar dokumentierte Landungen jedes Monat. Und das ist ungefähr mal mehr, mal weniger. Und man sagt, wow, was läuft da ab? Ne? Wieso kriegen wir das nicht mit? Es gibt dann, dann begann eben, mit einer anderen Sendung haben wir schon darüber gesprochen, sich immer mehr Wissenschaftler dafür zu interessieren. Auch diese Edgar Mitchell Foundation, die dann begonnen hat, die erste weltweite Studie durchzuführen. Nicht nur um UFOs, sondern für Menschen, die sagen, wie viele Menschen hatten, so wie der Dr. Hernandez ja hier das Energiewesen gesehen hat, wie viele Menschen auf der Welt haben denn irgendwie schon eine Erfahrung gemacht mit nichtmenschlichen Intelligenzen. Das würde uns gerne mal interessieren, und zwar als wissenschaftliche Studie. Und haben dann in 104 Ländern über mehrere Jahre, auch mit viel Werbung und so weiter, dass die Leute es wissen, dass es gibt, diese Studie durchgeführt. Die wurde dann, da waren 4.600, also in mehreren Stufen, insgesamt glaube ich waren es 4.600 Personen, die daran teilgenommen haben. Und das Ergebnis war erschütternd. Denn es waren über 85%, die bereits schon mit irgendetwas in Kontakt gekommen sind und nicht nur einmal, sondern teilweise seit der Kindheit, die es nicht menschlich ist. Und dann hat man das ausgewertet und teilweise hat man gedacht, ja, weil man da die UFO-Empfehlungen ja noch im Kopf hat in den 70er, 80er Jahren, wo Professor John Mack, der Harvard-Professor, schon in den 90er Jahren auch über 300 Fälle untersucht hat und auch zu einem Ergebnis gekommen ist, dass die Menschen das irgendwie nicht einbilden, aber es passt nicht in unser Weltbild, weil das, was sie erzählen, das kann mit unserer Physik nicht möglich sein. Hat dann ein Buch geschrieben, ein Passwort zu dem Kosmos. Und dann gab es eben die verschiedenen Fälle, wo man dokumentiert hat, in den 50er Jahren Projekt Grange, dann Projekt Blue Book und so weiter. Und dann gibt's die Franzosen, die eine UFO-Überwachungsbehörde haben, die Brasilianer, also gibt 17 Länder auf der Welt, die schon längere Zeit eine UFO-Überwachungsbehörde haben. Und denkt man, wow, es gibt Hunderttausende von Fällen. Dann der Chuck Vallée, der seit 50 Jahren auch schon mit dabei ist in diesem Mitaufbau der Datenbank. Der sagt, ich habe 200.000 Fälle hier in meine Datenbank reingepflegt. Und dann sieht man, dass hier etwas im Hintergrund passiert, von dem wir eigentlich so tun, als würde es nicht passieren. Ja, so viel Aufwand für etwas, was es nicht gibt. Hä? Das ist schon sehr viel Aufwand, weil die physikalischen Wechselwirkungen da sind, es sind Landesspuren da, es sind sie sind auf dem Radar, nicht nur auf einem, sondern auf vielen Radar. Also mittlerweile sagt, okay, dann war sogar letztes Jahr am 21. Juni hat sogar Klaus Kleber bei uns in den 20 Uhr Nachrichten gesagt, okay, es scheint so zu sein, dass diese unbekannten Flugobjekte doch keine Hirngespinste sind und eben diese Verfolgungsvideos von dieser Navy in den 8 Uhr-Nachrichten gebracht. Spannend ist die einzige Sendung, die sie nicht mehr in der Mediathek finden, die haben sie wieder rausgenommen. Mhm, ja. Weil sie gedacht haben, das können wir den Menschen doch nicht zumuten. Mhm. Und das hat natürlich mein Interesse an diesen ganzen Themen und auch mehreren Begegnungen. Selber 2 Sichtungen hatte, eine in Niederbayern, also beide in Niederbayern, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich was gesehen, das es eigentlich gar nicht gibt. Jetzt muss ich mal eine Dokumentation darüber machen, weil ich, wie gesagt, seit 50 Jahren dieses Thema schon immer interessiert habe. Und jetzt muss ich mal auch Leute aufsuchen, die noch länger oder die tatsächlich wissenschaftlich daran forschen. Und so habe ich mich aufgemacht nach England und habe die Mary Rodwell getroffen, die über 3000 Rückführungen gemacht hat, auch mit sehr viel mit Kindern.
die entführt wurden. Sie nennt sie Sternenkinder. Sie sagt, es werden sehr viele Kinder mittlerweile, sage ich jetzt mal, auf diesen Schiffen geschult, die über Nacht plötzlich die Sternensprache sprechen und schreiben. Ob das jetzt in Afrika ist, in Indien, in Neuseeland oder in Australien oder in England, in Deutschland, habe ich auch eine Dame in der Schweiz kennengelernt. Ein junges Mädel mit 8 Jahren, die das auch spricht. Ich denke mir, wow, was läuft hier ab? Dann habe ich aufgesucht den Dr. Charles Holt, und zwar den Fall Bentwater in Rendlesham Forest 1991 zu Weihnachten. Also der war der stellvertretende Kommandeur zu dieser Zeit. Er wurde dann später Kommandeur. Das war ein Atomwaffenstützpunkt. Und die hatten eine Sichtung mehrere Tage im Waldstück, ist ein dreieckiges UFO gelandet. Und der Kommandeur hat gesagt, jetzt, weil sie am zweiten Tag wieder die Wachsoldaten gesagt haben, jetzt ist es schon wieder da. Er hat gesagt, okay, Truppe zusammenstellen, jetzt fährst du raus und machst einmal diesen UFO ein Ende. Und der hat mir dann ein Interview gegeben, was er tatsächlich damals erlebt hat. Und das sprengt die Vorstellungskraft eines Menschen, weil er gesagt hat, diese UFOs, die wurden dann über Meer, die haben uns dann in die Atomraketen ausgeschaltet, die haben da so eine Art Laserstrahl dann auf die Bunker runtergeschossen und haben auch ihn einen Laserstrahl vor die Füße. Und er hat gewusst, okay, hier geht irgendwas ab, das hat mit uns in meinem Denken nichts mehr zu tun. Und der hat das auch, sage ich mal, ganz nüchtern erzählt, weil, wie gesagt, du kannst ja keinen Verrückten zu einem Atomwaffenstützpunkt, das können wir dir machen, sondern da weiß man genau, wenn der das erzählt, dann hat sie sich auch so zugetragen. Ein ganz langes Interview, ganz spannend. Dann bin ich nach den USA und habe die Barbara Lemp aufgesucht. Barbara Lemp ist eine, die über seit den 80er Jahren auch über 3000 als Psychologin, Psychotherapeutin Menschen zurückgeführt hat und auch über die Empfehlungen gesprochen hat, hat sich ein unglaubliches Wissen zusammengetragen, was diesen Menschen passiert ist. Dann bin ich zum Professor David Jacobs gefahren, der auch seit über in den 80er Jahren über 1500 Fälle zusammengetragen hat, die zu ihm kommen und entführt worden sind. Dann habe ich einen kennengelernt, der eine Nahbegegnung hatte, und zwar einen sehr bekannten Künstler. Da war ich in einem Kongress in Barcelona und da hat er Bilder ausgestellt von Wesen mit langen Köpfen und so ein bisschen großen Augen. Auch nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen in Marmor und so weiter. Und da war auch, okay, mit dem sprechen, dann habe ich erfahren, dass der sehr bekannter Künstler ist, dass er der Vater schon Künstler war, dass so viele Figuren und Kunstwerke, die in Barcelona zu sehen sind, von ihm sind, der auch in New York schon ausgestellt hatte. Und der hat mir dann eingeladen zu sich in sein Atelier, der hat also in Altstadt ein großes Gebäude, also einen dieser Gässchen. Und unten ist praktisch das Atelier, oben wohnt er und ganz oben hat er seine Ausstellung. Und das haben wir dann mitgefilmt, dann hat er mir seine Geschichte erzählt, warum er denn seine Sachen macht, nicht? Also als Künstler. Er war damals 72 und er hat erzählt, dass die Geschichte 9 Jahre zurückliegt. Und zwar hat er seine Tochter besucht in Argentinien. Und als Künstler geht er natürlich raus ins Gelände, um zu zeichnen. Und plötzlich beginnt sich war ein bisschen diesig und irgendwie so eine Art Wolke abzusenken vor ihnen hin. Und er hat gesagt, die Wolke war aber so groß wie ein ganzer Straßenzug. 300 Meter hoch, 500 Meter breit, wie auch immer. Und dieses Wolkenartige verschwindet. Und ihr seht, dass sich hier so eine Scheibe da unten dann so eine Art Gondel rausgefahren ist, mit der ist aufgesetzt, ein riesiges UFO vor ihm gelandet ist, ungefähr 15 Meter weg von ihm, mit zwei so Fensterausschnitten, da waren so auch so Kolumnen, also Stangen, und da schauen ihn zwei Wesen an. Ein mit diesen langen Hälsen, die er gezeichnet hat, ein männliches, die haben sogar eine Uniform an, ein männliches und ein weibliches, das hat er auch noch ein Diadem auf, das hat er dann auch gezeichnet, und der hat diese gezeichnet, die hat 3000 Werke zu Hause. Die hat die letzten 9 Jahre nichts anderes mehr gemacht, als wie sie es gezeichnet, in Aquarell, in Öl, in Tusche, völlig egal, die ist modelliert, in Marmor, in jeder Art und Weise, hat nur nicht ein einziges Bild verkauft oder eine einzige Skulptur. Denn dieses Ereignis hat ihn so geflasht, er hat gewusst, hier sehen mich Wesen an, die sind nicht für uns. Und jetzt fehlen 2 Stunden, und er will aber nicht wissen, was in diesen 2 Stunden passiert ist, weil er gesagt hat, muss nicht eine Rückführung machen, nein, will nicht. Aber er will diesem Wesen schon einmal begegnen. Und das hat man genau gewusst, dass der das nicht sich ausdenkt. Weil man soll das also was ausdenken, nicht? Das hat ihn dermaßen aus der Bahn geworfen. Also, wow,
Genau. Also, und so lernt man dann immer mehr Augenzeugen kennen, immer mehr, die davon berichten. Und da ist der Film im Erstkontakt entstanden. Es passiert jeden Tag. Und auch aufgrund von dieser Studie eben mit dieser Edgar Mitchell Foundation, die sagen, okay, was hier in den Schlafzimmern nachts alles passiert, das ist unglaublich. Ich habe auch mit der Caroline Corey gesprochen, die dann nochmal einen Schritt weitergegangen ist, die sich auch erinnern kann, dass sie selbst von einem anderen Stern gekommen ist, hier inkarniert ist, ihre Kollegen als Lichtkugeln sich immer begleitet haben, bis nur Kind war, weil sie die Einzige, die sie hier verkörpert haben, die anderen nicht, und sich selber auch jetzt über diese Dinge Dokumentationen dreht und hat mir auch ein Material zur Verfügung gestellt. Und denke mal, unglaublich, es passiert praktisch jeden Tag, aber eigentlich kriegen wir das gar nicht mit. Aber also öffentlich, die Leute schon. Hast du eigentlich unterm Strich etwas aus diesen Dokumentationen herauslesen können, ja, wie jetzt solche Wesenheiten sich einbringen in die Erde, um sie zu retten, zu unterstützen, um uns weiterzubringen für Forschungszwecke? Keine Ahnung, was da für Gerüchte da sind. Was ist da so in einem Konsens rausgekommen? Ja, versuch das einmal möglichst harmlos zu formulieren. Wir erinnern uns an unser Interview, wo ich gesagt habe, dass das eine virtuelle Realität ist und diese virtuelle Realität eine Umgebung ist, in dem wir hier mit unseren Avataren Erfahrungen sammeln können. Diese Wesen, die hier uns besuchen, ist eine große Vielzahl von diesen Wesen aus unterschiedlichen Entwicklungsstadien, unterschiedlichen Existenzebenen, haben unterschiedliche Agendas. Beginnen wir mal ganz vorne. Wenn du eine Zivilisation, die sehr liebevoll sich entwickelt hat, wo immer mehr Technologie freigeschaltet wird, wo dein Lernprozess nicht mehr ist, persönlich sage ich mal, zu sehen, was ich gut kann und was ich nicht gut kann und so weiter, sondern bereits selber Welten kreieren kann, entwickeln kann und diese Welten so gut entwickeln kann, dass andere Seelen sagen, okay, in dein Spiel würde ich auch gerne mal reingehen und mal ein Mensch sein. Also der Bio-Container-Mensch, der scheint ja ganz interessant zu sein, aber da geht man durch den Geburtskanal, ist vergessen, da weiß man gar nicht, dass man in einem Spiel ist. Da darf auch okay, dürft alle rein. Das heißt, diese Spielumgebung scheint ein Besitzer einer anderen Intelligenz zu sein, die natürlich aufpassen, dass das alles funktioniert. Darum schalten sie uns die Atomraketen aus. Da kann man nur drauf, seit den 50er Jahren. Alle anderen Intelligenzen nutzen natürlich das für ihre eigenen Agendas. Eine Rasse ist dabei, die irgendwie momentan seit 50 Jahren mithilft und sagt, okay, hier scheint dieser Biocontainer, der eine evolutionäre Entwicklung hinter sich hat, vor allem im männlichen Bereich, ein bisschen aggressiv zu sein. Darum kommt es zu diesen Verwerfungen in unserem, ja, weil wir wissen ja seit 2000 Jahren, die 10 Gebote, dass man den nächsten liebt wie einem selber, aber irgendwie kommen wir aus dieser Kriegsnummer nicht raus. Nicht? 40.000 Kriege seit Christi Geburt, zwischen 25 und 27 jedes Jahr irgendwie. Und die greifen in dem Sinne ein und sagen, okay, jetzt versucht man mal dieses Modell hier mal ein bisschen abzugraden. Wir machen mal ein bisschen DNA-Mischung von verschiedenen Wesenheiten, um hier ein bisschen den Container mal von der Grundprogrammierung ein bisschen friedlicher zu gestalten. Weil wenn du hier als Wesen inkarnierst, hast du ja immer noch die Grundprogrammierung von diesem Container, der viel automatisch übernimmt. Aber wenn der ein bisschen aggressiv ist, wie bei den Männern, die ja früher seinen Säbelzahntiger erlegen musste und die Frau hätten zu Tode gestreichelt. Also diese Zeiten, okay, dass man den einmal ein bisschen friedlicher macht. Also diese Agenda läuft natürlich auch. Wobei es auch ein kosmisches Gesetz gibt, das heißt eine Zivilisation, also ein göttliches Gesetz, das heißt, wenn eine Zivilisation, war ja ewig, da kostet deine Erfahrung, kostet ewig machen. Das heißt, die kann gerne mehrere Runden drehen. Lemurien, Atlantis, wir haben schon mehrere Runden gedreht als Zivilisation, also hier. Können wir auch das nochmal machen. Also eigentlich ist Eingriff nicht erlaubt, weil sagt, okay, lass die ihre eigene Erfahrung machen, wir können die nicht zwangsbekehren, nicht damit die, aber manche sagen, okay, mir helfen ein bisschen dazu, vor allem, wenn es dann um eigene Interessen geht, also um Selbstverteidigung, weil wenn wir die Atombomben zünden, dann scheint es in die anderen Schwingungsbereiche reinzugehen, wo die herkommen. Und da schädigen wir nicht nur unsere, sondern auch die nicht. Und die sagen, okay, das Spielzeug nehmen wir weg. Das geht nicht. Und dann gibt's natürlich noch welche, die ja technologisch zwar einen großen Vorsprung gemacht haben, aber dann auch wieder in ihrer Zivilisation ein bisschen einen Rückschritt gemacht haben, ein bisschen negativer geworden sind und die sagen, okay, ah, da ist auch ein System, das ist ein bisschen negativ, da gehen wir in Resonanz, da kommen wir auch her.
auch die sind da. Also es ist eine ganze Bandbreite da. Und was auch spannend ist, ich habe mit 2, 3 Kontaktlern gesprochen. Es gibt in Australien eine Vereinigung, die heißt ECT, der James Gilliland ist da der Anführer, in Anführungsstrichen. Das ist derjenige, der sogenannte CE5-Kontakte anbietet. Ein CE5-Kontakt ist eine Technik, wie du über Meditation in das größere Bewusstseinsfeld kommst, wo auch der, sag ich mal, auch diese Wesen sind ja nichts anderes wie aus dem Bewusstsein, der Biocontainer ist anders. Und da kannst du praktisch dieses System verlassen, in das Universum raus und beim Rückkommen mit deinem Bewusstsein nimmst du die Wesen mit, damit sie wissen, wo du bist. Und dann wird der Laserpoint eingesetzt und dann kannst du die, wenn die sich zeigen, sag ich mal, in ihren Schiffen, wie auch immer, antickern. Genau, die machen das in Australien, es gibt es auch, Skilliland macht ihn in den USA, also es gibt es auf der ganzen Welt, es gibt den Sixto Pals Wells, der macht es in Peru, da bin ich demnächst auch, und da gibt also gibt mehrere, die wo sind die Gruppen weltweit mittlerweile. Einer, der das sehr stark forciert und sehr stark auch kommuniziert, ist der Dr. Stephen Greer, der seit 90er Jahren schon auch diese Offenlegung versucht darzustellen, weil er selber UFO-Sichtungen und Begegnungen hatte und auch sehr viele Whistleblower aus der Militärbasis hat. Mittlerweile brieft er sogar auch selber Militärs und auch diese CE5-Methode, und da gibt es natürlich unglaubliche Dokumente, weil die zeigen sich dann auch. Mhm. Und das kann man dann zeigen. Also es ist nicht so, dass man sagt, da spinnt sich jemand was zusammen. Sie hat ja filmt, die werden jetzt auch mitgefilmt. Mhm. Und da gibt es unzählige Filmaufnahmen auch davon. Das heißt, man kann mit diesen Wesen tatsächlich in Kontakt treten, je nachdem, welche Ebene das die kommen. Kommen entweder nicht physisch feste Objekte, die ausschauen wie aus Eisen, ne, oder aus Metall, und welche, die nur aus Licht sind, oder wie auch immer. Also, das scheint sehr spannend zu sein, diese unterschiedlichen Agendas, die die einzelnen Wesenheiten hier haben. Aber niemand hat eigentlich ein Interesse daran, dieses System generell kollabieren zu lassen. Aber das sind ja eigentlich sehr positive Aussagen. Ja, ja. Also speziell eben, dass man mit Spielzeug, dass uns das Spielzeug weggenommen wird, das letztendlich allen schaden würde. Das ist also ein Hoffnungsaspekt, den ich sehr, sehr wertvoll finde. Mhm. Und schön zu hören, auf jeden Fall, ja. Ja, das war ein bisschen auch ein wenig überraschend für die Soldaten und für die Militärs in den 50er Jahren, wo die ersten Langstreckenraketen getestet wurden, ne? Mhm. Mit Sprengköpfen drauf. Und dann, wenn man dann, hat man extra große, Fernrohre und Kameras gebaut, um den Flug dieser Rakete möglichst lang in den Orbit herauszuverfolgen. Und plötzlich kamen eben UFOs und haben die wirklich den Sprengkopf, sage ich, mit 3 Laserstrahlen angestrahlt, und der ist dann runtergefallen. Das wurde natürlich auch sofort konfisziert. Also, aber es gibt ja Aussagen von den Leuten, die das gefilmt haben. Und, also, und auch in Russland zum Beispiel, wo man dann eben im Silo runtergezählt hat von 10 auf 1 und dann den Countdown wieder gestoppt hat, um zu zeigen, Freunde, also das Spielzeug, das braucht sie nicht einsetzen, weil wir haben da die Hand drauf. Oder in den USA, wo man 9 Raketen ausgeschaltet hat in den Silos drin. Da gibt es auch eine gute Dokumentation darüber. Also begonnen hat es ja 45 nach dem ersten Atombombentest. Da gab es ja diesen Roswell-Absturz, und es gab aber 45 schon einen nach dem ersten Test in Mexiko. Da gab es jetzt gerade eine neue Dokumentation oder ein neues Buch vom Jack Vallée und der Paula Harris, die Zeugen ausfindig machten, im Fall, der 70 Jahre extrem geheim war, wo die erste Teil runterkam. Da wurde das Militär 2 Wochen bräuchte, das abzutransportieren, weil die mussten jetzt eine Straße hinbauen. Und das ist natürlich das, das ist auch natürlich auch, ich sage, das ist fast ein bisschen ein Betrug an der Menschheit, denn diese Technologie, die natürlich nicht mit Diesel geflogen kommen, sondern diese Nullpunktenergie, dieses Energieproblem auf der Welt sofort lösen würde. Alle diese Technologien, die ja irgendwo reingeniert werden in Black Budgets, und der Mensch hat gesagt, da ist nichts dran. Also das ist eigentlich geht das nicht. Eigentlich ist es ein No-Go. Du hast auch eine Dokumentation, Film darüber gemacht, über Erstkontakt. Sie heißt Erstkontakt. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht dort. In der Reise innerhalb der Dokumentationsfilme, die uns eben hoffentlich auch der Johann Nepomuk Meyer auch zur Verfügung stellen wird. Wir reden noch darüber, handeln wir noch aus. Wäre schön, wenn ich Ihnen diese Geschenke machen könnte. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke. Auch wieder ein spannendes Thema, mystisches Thema. Da werden viele Leute sagen, das ist jetzt wieder sehr spooky gewesen gerade. Ja, und trotzdem kann man es einfach nicht negieren, wenn man mit so vielen Menschen redet wie du, der einfach wirklich immer wieder das Gleiche hört oder Ähnliches hört. Dann und die Daten liest und analysiert und
wenn es auch schon öffentlich ist, dann kann man sagen, okay, es ist ja öffentlich, ist ja nicht von mir. Ja, und dass selbst die NASA solche Sachen noch zugibt, habe ich auch nie gehört. Okay. Ganz faszinierend. Also nochmals herzlichen Dank für diese Sendung und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.